Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Satisfactory. Und da ist auch unser Space Elevator zurück. Unavailable in Early Access, aber 7 und 8. Okay, das heißt, wir sind tatsächlich jetzt mit dem Early Access schon mal durch. Vom generellen Freischalten. So, und jetzt gucken wir noch mal nach Quarz. Das hat nicht gepasst, sorry. Ja, jetzt. Jetzt fahren wir einfach in die Richtung. Gott, 3 Kilometer, das ist Map-Ende an der Stelle. Also der ist auf jeden Fall näher dran, da fahren wir jetzt hin und fertig. So, und ich bin schon gespannt, was es jetzt alles gibt im Hub, was wir freischalten können. Ich kenne es nämlich noch nicht. Ich weiß nur, dass es noch Jetpacks gibt und keine Ahnung, irgendwas anderes wird es auch noch geben. Und da hinten sitzt eine Schnecke. Dann fahren wir hier mal runter. Da oben sitzt noch eine Schnecke. Kann ich eigentlich Schaden nehmen, wenn ich hier nachts durchfahre? Erstaunlicherweise nicht. Doch, jetzt nehme ich Schaden. Ja, da brauchen wir noch einen Schutz für unseren Anzug. Oh je, mir schwant Übles. Das ist vielleicht sowas, wo der Zug, wenn er denn dann kommt, ganz gut wäre. Und es gibt ja auch sowas wie Öl und was weiß ich alle. Also man muss ja schon über die gesamte Map sich bewegen für alle Ressourcen. Wobei ich nicht weiß, wie das dann ist, weil es gibt ja unterschiedliche Startgebiete. Hier läuft das Scan noch gerade, oder was? Da hinten. Oh Gott, wie komme ich da denn hin? Das zeigt er mir jetzt nicht an. Ach, den habe ich jetzt nicht gesehen. Auf den habe ich nicht geachtet. Wo ist der andere? Es war ein Unfall. Okay, also wir müssen da drauf. Da sind die. Das heißt, wir müssen hier rechts rum. Also an dem Ding vorbei und dann bis da. Ich meine, ich kann ja bauen, wo ich will. Ich kann theoretisch auch hier jetzt eine Straße rüber bauen, aber das machen wir jetzt mal nicht. Weil wir haben auch noch den Weg von den Kraftwerken. Das ist ja ein bisschen weiter rechts und vielleicht ist es dann sinnvoll, von dort irgendwie zu kommen. Das müssen wir mal schauen. Jetzt ist leider Gottes auch gerade Nacht. Da sieht man dann wieder nicht so viel. Und irgendwie müssen wir jetzt natürlich auch nach da hinten. Wo ich auch noch nicht weiß, wie wir das machen. Jetzt müssen wir einmal durchs Gift. Ah, die Bäume kann man übrigens nicht umfahren. Den aber. So, jetzt hier ganz fix durch. Das war halb so wild. Hä, was? 800 Meter.
Aber ich bin doch nur um diesen Felsen herumgefahren. Und das war dann doch viel näher. Das war doch irgendwo hier. Ach, das ist wieder so eine Sphäre. Wie bin ich denn jetzt gefahren, sag mal? Die kommen gleichzeitig, das ist ja auch Schwachsinn, weil da steht 700 Meter. Da klebt irgendwas an der Wand. Da oben drauf, oder nicht? Ach, das ist ein Vogel. Meine Güte. Nochmal jetzt scannen. Nur um ganz sicher zu gehen. Da läuft er durch. Da oben drauf. Da ist zweit links, ne? Eigentlich ist so schon gar nicht schlecht. Okay. Kann sowas von die Hose gehen. Oh Gott sei Dank gibt es keine Physik in dem Spiel. Das wäre ja katastrophal. Ne, nicht den Biofuel. Den packen wir mal rüber. Einen lasse ich für die Motorsäge. Okay, da habe ich schon wieder irgendwas jetzt verbaut. Meine Güte. Soll ich denn jetzt, weißt du was, ich speichere. Weil ich wollte gerade fragen, soll ich es denn jetzt wagen, das im Laufen zu machen? Ist halt immer eine Frage der Performance, ne? Wenn da auf einmal ein Freeze ist. Weil diese Höhe würde ich halt nicht überleben. Da war jetzt gerade so schön. Ich hatte so einen Mini-Ruckler. Und ich mit meiner Höhenangst. Ich meine, wir können es auch Zeit lassen. Das ist auch okay. Wer kennt diese Bauweise nicht für Brücken? Man baut erst die Fahrbahn und dann die Pfeiler. Nur eben hier bräuchte man gar keine Pfeiler. Ich muss da hoch, oder? Oh Gott, ich muss da rüber. Das ist eine abgestürzte Kapsel. Ja, das ist ja jetzt easy. Oh je, ich bin schon zu nah dran, oder? Ah, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Aber im Grunde, ja, ich bin zu nah dran. Machen wir es halt mit den Steilen. Machen wir noch einen Steilen.
Oh je, also das ist wieder was, das werde ich wahrscheinlich offscreen machen. Also fertig machen, dass ich das irgendwie verbreitere und solche Sachen. Weil sonst sitzen wir hier noch übermorgen. Wenn ich jetzt so durchgehend aufnehme, so nach dem Motto. Reicht das? Das reicht, oder? Also mal ein bisschen mehr Platz lassen als sonst. Ja, wer hätte gedacht, dass das so ein Abenteuer wird hier irgendwie an Quarz zu kommen. Wobei, ich hab's schon gedacht, dass das ein bisschen weiter weg ist. Und och, wer weiß, wie das dann mit dem Öl ist. Also es wird schon einen Grund geben, weshalb auch sowas wie Eisenbahnen hinzugefügt werden in dieses Spiel. Höhenunterschied. Aber, boah, guck mal, man sieht von hier, jetzt zeigt er als LOD sogar wieder den Rauch an von unseren Kraftwerken. Das ist natürlich schon geil vom von der Weitsicht. Das ist echt hoch. Da oben. Ich überlege halt gerade, ob wir hier jetzt geradeaus weiterfahren. Dass man da erstmal drauf und dort dann irgendwie hoch. Weil das ist eventuell nur so ein Kamm. So ein Bergkamm. Ich baue das mal einmal als Fundament aus. Schon ein bisschen hoch. Hier ist irgendwo eine Schnecke. Hier war ich auch noch nie. Aber hier müssen wir jetzt mal gucken, dass wir da hochkommen. Hier ist natürlich der Berg ordentlich im Weg. Da ist noch ein Absturzstellending. Mein Gott, da hinten ist unser Fahrzeug. Sollen wir es denn wagen, hier hinzufahren? Wenn wir da runterfallen, dann, hoppala, dann war es das. Ah, die Welt ist sehr cool. Boah, ich habe richtig Gänsehaut, ne? Ich bin mit Höhen. Ich hab's da echt nicht mit. Egal, ob es eine echte Höhe ist oder so eine virtuelle. Ich meine, bei virtuellen ist es immer noch was anderes. Das ist einfacher. Ne, da kann ich mich gut drauf einstellen. Aber diese Gefahr, runterzufallen oder wenn es dann eben so was Instabiles ist, wie jetzt hier, das kann einen schon irgendwie so ein bisschen reinziehen. Und ja, dann ist das irgendwie gefühlt doch ein bisschen krasser. Wie viele Schnecken es wohl gibt hier in dem Spiel. Da hinten ist eine lila, da seht ihr die. Am linken Bildschirmrand in der Mitte jetzt. Jetzt ist sie weg.
Nochmal, da ist eine lila, ne? Haben wir noch keine von, die müssen wir erstmal analysieren, wenn wir uns jetzt irgendwo eine besorgen. Aber da würde ich ja gerne aufs Jetpack warten, nur wer weiß, wie viel Power das hat. Wobei, in den Trailern sieht es eigentlich immer so aus, als hätte es ohne Ende Power. Und darüber hinaus, wer weiß, was wir dafür machen müssen. Also was für Materialien sind dann da drin und keine Ahnung, ne? Das ist ja immer so die Frage. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder Beton und wir nehmen das Auto mal, weil dieser Weg hier ist doch ein bisschen lang. Und da ist das, da lohnt sich das Fahrzeug. Der wird zwar langsamer, dann wenn es hoch geht, aber hier so mit ja 57 km/h ungefähr rüber zu fahren, ist dann doch deutlich schneller als zu laufen. Hey, vor allem der Rückweg wird einfacher. Wobei, wird da nicht gelogen. Da müssen wir nämlich viel mehr aufpassen. Weil hier wird er jetzt arschlangsam. 11 km/h maximal. Von daher, vielleicht lassen wir den hier einfach stehen. Bauen uns hier mal einmal so eine Plattform hin. So, damit wir auch irgendwie wieder lebend runterkommen. So, und dann laufen wir mal den Rest. Weil da lohnt es sich jetzt, glaube ich, tatsächlich zu laufen. Mal gucken, ob wir noch zum Quarz kommen heute, wa? Aber warum nicht? Der ist ja jetzt direkt um die Ecke. Da oben. Das hier wird dann auch der äußerste Rand von der Strecke. Also die bauen wir dann wieder weiter nach rechts, von hier aus gesehen. Ach nee, ist keine Schnecke, ist so ein Ding. Nach wie vor keine Ahnung, was die Teile machen. Vielleicht, das müsste ich vielleicht mal einfach machen oder ausprobieren oder lesen oder was auch immer. So, machen wir hier nach oben. Passt das denn? 3 Stück, das wird nicht reichen. Wir können auch hier schon anfangen. Ist okay. Es ist okay. So, da hätten wir 3. Das wäre jetzt der Platz gewesen. So, 4. Das ist deutlich besser, aber wir gehen natürlich noch einen höher. Das können wir jetzt eigentlich erstmal so lassen. Und dann brauchen wir hier mal auch gerade so eine kleine Plattform. Jetzt müsste es da oben sein, ne? Okay, es ist jetzt wieder voll weit weg. So weit? Waren wir echt so weit weg? Da lohnt es sich vielleicht doch, hier irgendwie runterzubauen. Von dieser Stelle aus. Weil so weit, viel weiter unten ist es gar nicht. Ach so. Ich baue mir gerade eine Plattform, dann habe ich das als visuellen Punkt. Kommt dann wieder weg, aber es macht ja nichts. Wir sind schon sehr hoch jetzt gerade. Habe ich jetzt überhaupt Platz im Inventar? Bisschen. Weil wir können es ja erstmal abbauen, ne?
Okay. Ist das bei dem anderen auch so ein Ding? Ja. Vielleicht hätte ich mir einen manuellen Dings mitnehmen sollen. Einen Portable Miner. Oder kann ich einen richtigen Miner bauen? Nee. Ich könnte mir jetzt natürlich noch schnell einen manuellen bauen, indem ich mir eine Equipment Workshop Dings baue. Dann muss aber nicht. Lass mich mal gerade gucken. Der braucht 5 davon und die brauchten jeweils 10, ne? Also aus Rohmquarz 10 Quarzkristalle. Und aus den 10 Quarzkristallen kriege ich dann diese anderen hin. Ich weiß aber nicht, wie das Verhältnis ist von Rohmquarz zu Quarzkristallen. Ich gehe jetzt mal von 2 zu 1 einfach aus. Apropos, für wie viel... Ups, falsche Taste. Okay, kann man ordentlich stacken. So, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Das nehmen wir einfach mal so mit. Und bevor ich jetzt mit euch... oder mich von euch verabschiede und dann selber wieder nach Hause fahre, weil das ist jetzt, sind wir mal ehrlich, nicht das Spannendste. Gucken wir hier einfach nochmal, ob es irgendwas Schönes hier gibt. Außer Gift. Vielleicht eine gut zugängliche Purple Snail oder so. Nö. Schaut nicht so aus. Ja, wie gesagt, mit dem Jetpack ist, glaube ich, cooler irgendwie zu erkunden. Würden wir das überleben, wenn wir runterspringen? Wahrscheinlich nicht. Hey, wofür kann man speichern? Don't judge me, ich mach's, damit ihr es nicht rausfinden müsst. Mal gerade gucken, ob es hier noch einen besseren Punkt gibt, wo man springen kann. Bevor ich hier komplett zu Tode komme. Nee, gibt's nicht. So, das andere Ding nehmen wir einfach mal mit, dann kann das gescannt werden. Das kann ich ja sowas von vergessen. Brauche ich gar nicht probieren. Ach fuck, das war jetzt nicht beabsichtigt. Das war jetzt nicht beabsichtigt. Habe ich irgendwas, um mich zu heilen? Nö. Ich meine, ich hatte ja genug dabei. Hey, kein Damage. Das war ein bisschen knapp. Und schon wieder. ja. Profi. Und so. Ne? Wisst ihr Bescheid. Das ist so ein uralter Trick eigentlich aus... oh Gott, war das Half-Life? War das die Half-Life-Engine? Ich meine ja, da konnte man, wenn man an Schrägen in einem passenden Winkel aufkommt, davon quasi so abrutschen. Ja, das bringt nichts, Moment. Und hat dann keinen Schaden genommen, weil es dann für ihn so ein Schlittern war, oder was? Ich habe gerade irgendwie so die Vermutung, dass das hier ähnlich ist. Ich wollte jetzt noch einmal hier gucken und dann fahre ich aber nach Hause. 64 Kabel, mein Gott, wie toll. Hey, da brauche ich Motoren für. Das haben wir. Repairs needed. Battery broken. Der braucht 20 Megawattstunden. Ich brauche da echt Strom für.
Oh, dafür bräuchte ich zwei Kabel. Das gibt's nicht. Ich sehe schon, komm, ich fange jetzt an und baue hier eine Basis. Hier sind ein paar Einzelteile auf jeden Fall auch. Dann bauen wir doch mal gerade noch eine Crafting Bench hier hin. Warum denn nicht? Das baue ich gleich eh alles wieder ab. Deswegen, das muss jetzt gerade nicht schön sein. Bam, bam, bam. So, und jetzt machen wir hier Biomass. Ach, Mist, kann ich jetzt nicht. Moment. Dann verbinden wir den erst einmal. Kann ich irgendwas anderes davon verarbeiten? Eine Schnecke. Die verarbeite ich zu einer Dingens. Der heißt... Ihr wisst schon, was ich meine. Komm, machen wir einfach hier Biomass und fertig. Wo ist er denn? 20 Megawatt. So, und der brauchte 20, oder? Ja. Juhu! Und da ist jetzt voll die Scheiße drin. Nämlich ein Hard Drive. Okay, das kann ich analysieren. Ach, alles klar. So, die Kacke lassen wir gerade einfach da stehen. Habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Und ich verabschiede mich. Und dann sehen wir uns in unserer Basis wieder und gucken mal, was Tier 5 and 6 uns denn so bringen. Deshalb jetzt wie immer einen schönen lieben Gruß in die Runde. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder hier bei Satisfactory. Und bis dahin habt ihr hoffentlich, wie immer, einen super Tag.